Hallo, heute gibt es ein neues Video von mir und ich möchte heute mit dir über das Thema Internetfreundschaften sprechen. Ist das möglich oder ist das eher sehr unwahrscheinlich, dass so etwas funktioniert? Und viele haben ja auch so ein bisschen Angst vor, überhaupt Leuten aus dem Internet zu vertrauen. Gerade die Eltern sind da sehr, sehr ängstlich und besorgt, was ich doch im Nachhinein sehr gut verstehen kann. Damals konnte ich es nicht verstehen, aber jetzt verstehe ich das auch alles so ein bisschen besser. Ich möchte gerne mal von euch wissen, bevor ich mit meiner Geschichte starte, ob ihr schon mal selber Internetfreundschaften geschlossen habt oder ob ihr gesagt habt, nee, ich halte mich davon komplett fern, ich habe da totale Panik vor, dass ich an falsche Leute gerate. Und wenn ihr eine Internetfreundschaft habt, dann schreibt mir doch mal unten rein, was das ist. Ist es eine gute Freundin geworden? Ist es vielleicht sogar ein fester Freund geworden? Oder an diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, vielleicht ist es auch schon der Ehemann geworden. Also schreibt mir gerne mal eure Geschichten unten in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Denn ich möchte heute nämlich meine Geschichte mit euch teilen. Dies ist nämlich ein Storytime-Video, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, an dem wunderbaren Titel, den ich verfasst habe. Ich möchte meine Erfahrungen mit Internetfreundschaften mit euch teilen, denn ich persönlich kann nur sagen, ja, es funktioniert. Ich hole mal so ein bisschen aus. Ich war 15 Jahre alt, als ich angefangen habe, mich mehr im Internet zu bewegen. Und damals war es noch üblich, dass man viel auch in Chatrooms unterwegs war. Unter anderem war das bei mir damals Chat for Free. Vielleicht kennen das einige älteren Hasen, die so in meinem Alter sind, die das auch mal gemacht haben. Ich war dort in einem Anime-Chat, obwohl ich nicht so viel mit Anime zu tun hatte. Klar, so unbewusst wurde man irgendwie so in diese Schiene reingebracht. One Piece, Sailor Moon, dann gab es Ranma 1/2 und Pokémon und hast du nicht alles gesehen. Das kam ja auch alles so in dieser Zeit so hoch, aber irgendwie bin ich da auch nur durch meine Freundin gelandet. Damals meine beste Schulfreundin war das gewesen und wir sind in diesem Chat gelandet. Und man lernt natürlich auch sehr schnell andere Leute kennen. Das war so ein öffentliches Fenster, wo man mit allen Leuten schreiben konnte, die sich halt in diesem Anime-Chat eingewählt hatten. Und man hat natürlich so die ein oder anderen Bekanntschaften, ich sage jetzt bewusst Bekanntschaften getroffen, weil nach diesen 6 Sommerferien, das war in der Sommerferienzeit, war einfach alles over. Also es war alles vorbei und man hat weder voneinander gehört noch voneinander gesehen. Und an eine Person, von der möchte ich euch halt heute berichten, wenn es schon um Thema Freundschaften aus dem Internet geht. Und zwar ist damals ein Mädel auf mich gestoßen und sie hat mich zuerst angeschrieben. Genau, sie hat mich zuerst angeschrieben. Wir hatten erst so verallgemeinert im öffentlichen Chat geschrieben und irgendwann privat geschrieben. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wir so auf einer Gedankenebene sind, so irgendwie so verbunden miteinander. Und ich weiß noch ganz genau, das war mit 15, das war eine ganz schwierige Zeit für mich, so Selbstfindungsphase, Probleme in der Schule und was eben alles so in der Pubertät ansteht. Und wir haben uns da irgendwie so gegenseitig aufgebaut. Wir waren so der Seelenklempner für den anderen, wenn man das so sagen kann. Und das hat uns natürlich extrem viel zusammengeschweißt. Wir wussten aber auch nicht wirklich viel voneinander. Eigentlich wussten wir nur unsere Nicknames, die wir hatten und dass wir aus bestimmten Bundesländern kamen. Aber wir wussten jetzt sonst nicht so wirklich, was los war. Klar, man hatte sich dann über die 6 Wochen auch über Interessen und so unterhalten. Aber wir haben uns einfach nie darüber unterhalten, wie wir wirklich heißen. Und das war mir auch persönlich sehr wichtig, weil ich hatte das nicht nur so von meiner Mutter erklärt bekommen, sondern auch von meinem älteren Bruder, dass wenn man sich im Internet aufhält, und das ist ganz wichtig auch für euch, gebt nicht eure kompletten Daten frei. Ich habe damals in Chatrooms noch nicht mal meinen Vornamen preisgegeben, weil ich super Angst hatte, dass mich irgend so ein Mensch da finden könnte. Weder meine Adresse, meine Telefonnummer, ich habe allerhöchstens gesagt, aus welchem Bundesland ich komme. Ich habe noch nicht mal gesagt, welche Stadt in meiner Nähe ist, weil ich so Schiss hatte. Und all diese Sachen, Telefonnummer natürlich auch nicht, E-Mail-Adresse habe ich auch nicht weitergegeben. Denn gerade an solchen Punkten kann man Leute ganz bewusst finden und das habe ich auch gemacht. Ich habe, um ganz kurz mal woanders hinzugehen zu dem Thema, ich habe selber damals das Experiment gemacht, wie schnell kann man über eine Person etwas rausfinden, wenn man das Bundesland kennt, den Vor-, den Zunamen und den Namen der Eltern. Verratet auch bitte niemals die Namen eurer Eltern, denn eure Eltern sind im Telefonbuch registriert und dadurch kann euch jeder x-beliebige Stalker finden oder was auch immer. Deswegen lasst es. Um das nur mal ganz kurz auch an euch weiterzugeben. Passt auf eure Daten auf und gebt nicht so viel von euch preis einfach, wenn ihr Angst habt, gefunden zu werden. Okay, jetzt aber wieder zu meiner Internetfreundin.
Wir haben uns nach diesen 6 Wochen eigentlich relativ aus den Augen verloren. Wir hatten voneinander die E-Mail-Adressen, beziehungsweise sie hatte meine E-Mail-Adresse. Ich hatte wahrscheinlich ihre auch, aber irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich irgendwann Monate später, ungelogen Monate später, eine E-Mail von ihr in meiner E-Mail-Adresse hatte und sie mir schrieb, ja, ich bin die von dem und dem Chat, wir hatten uns doch unterhalten und wir haben uns aus den Augen verloren und ich habe auf irgendeinem Zettel deine E-Mail-Adresse wiedergefunden. Hast du MSN? Damals gab es noch MSN und ICQ. Nein, erstmal ICQ. Hast du ICQ? Ich sag so, nein, habe ich nicht. Kannst du dir das runterladen? Das ist meine Nummer. Ich sag, okay, ich lade mir das runter. Dann habe ich mir wegen ihr ICQ runtergeladen. Und dann haben wir, ja, ungelogen, die Sommerferien wieder ausgepackt zu zweit. Das heißt, wir haben nach der Schule sofort miteinander geschrieben, bis spät abends. Ich habe teilweise vergessen zu essen, ich habe mein Zimmer nicht aufgeräumt. Ich glaube, meine Mutter hat das gehasst in der Zeit. Ich war nur computerfixiert. Auf jeden Fall haben wir, ich würde übertreiben, 24 Stunden am Tag miteinander geschrieben, von Montag bis Sonntag. Und am Wochenende war richtig schlimm, denn dann saßen wir wirklich bis morgens 5 Uhr, 6 Uhr und haben miteinander geschrieben, weil wir einfach unwahrscheinlich viel miteinander zu besprechen hatten. Und irgendwann fing das dann auch an, dass wir eine Webcam hatten dann auch Livestreaming untereinander gemacht. Das heißt, wir konnten uns endlich auch mal sehen, haben uns Fotos geschickt. Das heißt, es wurde so nach einem Jahr erst persönlicher. Also ein Jahr hat es gedauert, bis wir mehr miteinander intime Dinge von uns preisgegeben haben. Dann haben wir natürlich irgendwann auch von unseren Geschwistern, unseren Eltern und so weiter erzählt. Und das Ganze lief dann darauf hinaus, ich war dann irgendwann 18, das heißt geschlagene 3 Jahre später wollten wir uns das allererste Mal dann auch treffen. Also wir haben 3 Jahre lang Internetkontakt gehabt, durchgehend, das muss man sich mal reinziehen. Ich habe aber auch letztendlich in diesen Jahren sehr viel um mich herum verpasst, muss man natürlich als negativ auch irgendwie mit einwerfen, denn wenn man nur in der Internetwelt lebt, dann verpasst man außerhalb sehr viel und man kann das auch sehr schnell hinterher bereuen. Auf jeden Fall wollten wir uns dann treffen und da unsere Eltern, die hatten das schon alles mitbekommen, denn wir waren sehr offen und haben unseren Eltern das immer erzählt. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollen uns treffen. Und unsere Eltern so, kein Plan vom Internet, aber wussten, das ist halt nicht so gut, weil damals in den Medien das Ganze auch sehr schlecht geredet worden ist. Und dann war das so, wir haben dann mit unseren Müttern Webcam geführt. Das war ein Highlight, das war genial einfach, weil unsere Eltern da reingeguckt haben in diese Webcam, als würden sie sagen, ja, wer ist denn da? Hallo? Es war auf jeden Fall spektakulär. Parallel haben sie sich dann angerufen, während sie sich gesehen haben, um wirklich sicher zu gehen, dass da wirklich auch die richtigen Leute stehen und man nicht verarscht wird, dass da irgendein Fake-Mensch sitzt, weil wenn jemand oben auf Rügen wohnt und ich hier unten in Hessen, sind das nicht mal eben eine halbe Stunde Entfernung, sondern es sind einige hundert Kilometer, die man auseinander lebt. Und wenn man dann sein Kind das erste Mal alleine reisen lässt mit einem Zug, der 9 Stunden fährt, weil man ja zwischendurch nie aussteigen will, dann ist man natürlich als Elternteil sehr besorgt, was ich jetzt auch verstehen kann im Nachhinein, was das in einem auslösen könnte. Aber wir haben es gemacht. Und es war auch nicht das letzte Mal. Das heißt, sie war zu meinem 18. Geburtstag bei mir zu Hause. Das fand ich auch super cool. War das schon 18? Nein, da war ich 16. 16 war ich. Was erzähle ich denn von 18? Ich war 16. Genau, da wollten wir noch feiern gehen zusammen. Auf jeden Fall hat das Ganze dann so toll geklappt, dass sogar unsere Eltern sagten, oh mein Gott, Wahnsinn. Wie schaffen die das über so viele Kilometer so miteinander zu sein. Also wir waren wirklich so miteinander. Wir haben es dann wirklich geschafft, uns jahrelang 2-mal im Jahr im Wechsel zu treffen. Ich bin zu ihr hochgefahren, sie ist zu mir runtergefahren. Irgendwann haben wir auch schnellere ICE-Züge gebucht, weil wir eben nicht immer 9 Stunden fahren wollten. Und jetzt kommt das Coole. Es ist mittlerweile, jetzt muss ich schon wieder rechnen, wie kann man denn so vergesslich sein? 13 Jahre her. Leute, ungelogen, 13 Jahre lang ist es her, dass ich diese Internetfreundschaft gefunden habe und sie ist meine beste Freundin immer noch. Sie ist die Patentante von meinem Kind und es ist einfach genial. Das ist für mich persönlich das Beste, was mir hätte passieren können, denn selten findet man Menschen, die so seelenverwandt mit einem sind. Kennt ihr das? Also es gibt natürlich Leute, mit denen versteht man sich auf Anhieb sehr gut, aber selten ist es so, dass das so hält, auf so eine Entfernung. Wir haben so viel miteinander durchgemacht, was viele denken,
wie könnt ihr viel miteinander durchmachen, wenn ihr nicht beieinander seid, aber man kann emotional füreinander da sein. Man kann telefonieren, man kann schreiben, das kann man, wenn man es nicht selber erlebt hat, überhaupt nicht nachvollziehen, aber ich bin dafür so, darüber so dankbar. Und das ist einfach so meine persönliche Geschichte und ich bin da so happy drüber. Mein Herz schlägt schon wieder total, weil ich so aufgeregt bin. Aber ich möchte euch da draußen irgendwie auch so ein bisschen die Angst nehmen, immer gleich das Schlimme zu sehen. Das ist jetzt auch keine Aufforderung, dass ihr sagt, boah, bei dir hat das funktioniert, bei mir funktioniert das auch. Das kann natürlich auch echt schief gehen, weil es gibt leider immer noch Menschen da draußen, die sich als andere Menschen ausgeben, nur um euch von zu Hause wegzulocken oder euch aus eurem gewohnten Raum zu entnehmen, dass keiner mehr mit euch zu tun haben wollt, dass ihr wirklich nur noch auf diese Person angewiesen seid und dann verschwindet ihr. Natürlich gibt es das auch. Davor wird so oft gewarnt und da möchte ich euch auch ganz doll warnen. Ich kann euch wirklich nur als Tipp geben, wenn ihr eine Person, egal ob das ein hübscher Junge ist, eine süße Freundin oder was auch immer, klärt das nicht alleine ab. Trefft euch niemals ohne Wissen von euren Eltern. Und wenn ihr merkt, eure Eltern wollt ihr damit nicht einbeziehen, dann bezieht zwei Freunde mit ein. Das heißt, ihr müsst ja der Person im Internet nicht sagen, dass ihr das wem anderes erzählt habt, aber sichert euch ab, schreibt alle Daten, die ihr über die Internetperson wisst, auf einen Zettel, gebt diesen Vermerk an eure Freunde, den Treffpunkt, die Uhrzeit. Das klingt überheblich, aber sollte was sein, wissen wenigstens eure Freunde euch zu helfen. Und das ist einfach nur mal so ein gut gemeinter Tipp, auch wenn viele sagen, boah, du bist paranoid. Aber nein, man muss da wirklich aufpassen. Also, ne, das darf man nicht unterschätzen, weil es wird sehr viel gefaked im Internet. Das ist einfach so. Aber trotzdem möchte ich euch einfach mit meiner Geschichte so ein bisschen Hoffnung geben, Liebe auf YouTube verteilen und vor allen Dingen eine schöne Geschichte teilen. Ich möchte nicht immer nur Storytime-Videos machen, die deprimierend sind oder irgendwas Schlimmes auslösen, denn ich finde, wir haben auf unserer Welt genug schlimme Sachen und man kann auch mal positive Ereignisse teilen. Man muss ein Storytime-Video nicht immer super dramatisch machen, wo man immer das Schlimmste herausholt, um, was weiß ich, ich will jetzt auch keinen angreifen, weil ich gucke selber viele Storytime-Videos. Aber man muss nicht immer das Mitleid an sich ranziehen. Ja, und jetzt habe ich auch eine Menge erzählt, gefühlte Menge erzählt, weil ich weiß gar nicht, wie lange ich schon rede. Ich hoffe natürlich, euch hat dieses Storytime-Video von mir gefallen. Wenn ihr Lust habt auf weitere solcher Videos, dann schreibt mir das in die Kommentare oder gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und dann werde ich euch hier drüben natürlich noch zwei Videos verlinken. Hier drüben mein letztes Storytime-Video und darunter mein letztes Video, was online gekommen ist. Ich würde sagen, bleibt gut drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!